Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich sitze hier gerade bei meiner ersten Tasse Kaffee und dachte mir, ich mache doch mal schnell ein Video, weil ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel darüber gesprochen mit vielen Menschen über das Thema Social Selling und was ist denn das überhaupt? So, und das möchte ich in diesem Video einmal ganz kurz erklären, weil Social Selling bedeutet nicht, ich schreibe jetzt wahllos Leute an und versuche denen pushy irgendwas zu verkaufen, sondern Social Selling ist eine strategische, längerfristig angesetzte Nummer, die dann irgendwann in eine Routine übergeht und dann automatisch tatsächlich Sogmarketing erzeugt, also für Kunden eine Sogsichtbarkeit, dass sie auf einen zukommen. So, und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich hier mal kurz. Also, die erste Grundlage beim Social Selling ist, egal für welche Plattform man sich entscheidet, prinzipiell, also Social Selling einmal ganz kurz allgemein, was ist denn das überhaupt? Social Selling bedeutet über soziale Netzwerke verkaufen. Das ist es. Ja? Über soziale Netzwerke verkaufen. Und was ist Social Selling? Social Selling ist eine super Alternative. Jetzt gerade haben wir Covid-19 und da ist beispielsweise Social Selling eine riesen super Alternative für Menschen, die vorher im Vertrieb durch die Gegend gefahren sind, für Menschen, die vorher Kaltakquise gemacht haben. Warum ist das so eine gute Möglichkeit? Weil gerade im Business oder gerade im B2B sehr viele Leute auf den Plattformen Xing und LinkedIn vertreten sind. Also ich glaube, ich habe neulich noch gelesen, was war das? Es war 75 bis 80% aller Führungskräfte haben da zumindest ein Profil. 50% schauen mehr als einmal im Monat da rein. So, und ein ganz guter Test, ob deine Zielkunden überhaupt auf LinkedIn oder Xing sind, ich empfehle LinkedIn, ist einfach mal zu googeln deine oder zu suchen bei der LinkedIn-Suche oben deine Branche und dann einmal die Stellenbezeichnung deiner Buyer-Persona. Wenn dir dann viele Leute angezeigt werden, ist das ein sehr gutes Zeichen. Okay, und wie funktioniert jetzt Social Selling überhaupt? Social Selling funktioniert so, dass du dir ein Profil machst. Dieses Profil muss optimiert sein. Vor dem Profil, das ist das, was viele nicht sehen, was so ein bisschen unsichtbar ist. Vor dem Profil, das ist bei uns allein schon 4 bis 6 Wochen ein Prozess, der richtig intensiv ist, quasi wie eine Revision der eigenen Marke und Leistung, denn sie müssen ja online verkaufbar sein. Vieles, was offline so ging, ist online nicht so möglich, sondern da müssen wir ein bisschen präziser werden. Deshalb muss vor dem Profil Folgendes passieren. Erstens, die eigenen Traumkunden respektive Zielkunden müssen ganz klar definiert sein. Welche Branche, welche Unternehmen, welche Größe, das ist einer der Hauptindikatoren oder Umsatz, welche Buyer-Persona, das muss klar sein. Zielgruppenbesitzpartner sollten im Idealfall recherchiert werden. Und dann empfehlen wir unseren Kunden immer, macht euch jetzt erstmal eine Liste von 10 Zielpersonen bei LinkedIn, die genau eurem Profil entsprechen. Findet die mal. Allein dieses Finden ist ein Riesenprozess, wo ganz viel entsteht. So, das muss klar sein. Traumkunde. Zweitens Positionierung. Wie positioniere ich mich jetzt in dem Markt, wo sich mein Traumkunde befindet, damit er auf mich aufmerksam wird und damit mein Angebot das perfekte für ihn ist? Punkt 2. Auch das sehr viel Arbeit, wenn man es richtig macht. Weil da gehört alles zu, was das Thema Branding auch betrifft. Das heißt Sympathie, Vertrauen, Expertise. All diese drei Faktoren muss man erstmal zusammenkramen und zusammenwühlen. Und das ist das, was bei vielen Unternehmen, selbst ganz großen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, noch gar nicht passiert ist. Und da geht man erstmal auf die Suche und sucht die richtigen Daten heraus, fragt die richtigen Daten an, macht die richtigen Fotos, macht eventuell Videos, all das, was man braucht. Also man erstellt erstmal die Assets, so bevor man ans Profil geht. Ganz kurz, warum machen wir das vor dem Profil? Weil ich unterscheide ganz klar zwischen Kreativprozess und Umsetzungsprozess. In der Regel ist meine Erfahrung, und da habe ich wirklich jetzt viel Erfahrung mit, dass man in dem Umsetzungsprozess nicht so kreativ sein kann, wie man ist, wenn man sich auf die Kreativität fokussiert. Und wenn man erst nur kreativ ist und die Must-Dos, seine Hausaufgaben macht, weil das ist Arbeit und das sind Dinge, die man normalerweise nicht gern machen würde. Deshalb begleiten wir unsere Kunden auch dabei mit verbindlichen Terminen, bis wann ist was gemacht, damit es einfach mal gemacht wird. Und wir trennen das deshalb, weil das hier ist Kreativbereich, hier ist Umsetzungsbereich. Schritt 3, und das ist im Internet eben einer der großen Unterschiede, womit man sich befassen muss, ist das Thema Methode. Die eigene Methode ist sehr, sehr
wichtig. Warum? Weil sie einen von den eigenen, von den Wettbewerbern abhebt und weil sie gleichzeitig den Grundstein liefert für ganz viel Content, was man nachher gibt. Das, was ich hier gerade mache, dieses Video basiert auf unserer Methode. Das heißt, ich habe einen Baustein rausgesucht, unserer Methode. Es gibt insgesamt 11 in 3 Säulen unterteilt. Ich habe einen Baustein rausgesucht, über den rede ich gerade. Okay? Und genau das Gleiche ist das, was ihr später dann eben auch machen könnt. Und ihr werdet um diesen Baustein herum, um einen Baustein herum, so viele Videos drehen können oder so viele Postings machen, so viele Texte, so viele Bilder, dass automatisch eure Zielkunden, die das sehen, mit eurer Methode vertraut werden. Okay? Und dafür muss die Methode aber einmal richtig entweder neu aufgesetzt werden oder revisioniert werden oder neu dargestellt werden. Und das ist sehr, sehr wichtig. Im Internet ist es so, dass alles einfach sein muss. Und deshalb muss diese Methode auch möglichst einfach dargestellt werden. Das ist Schritt Nummer 3, Methode. Schritt Nummer 4 ist das Angebot. Das Online-Verkaufen funktioniert etwas anders als Offline-Verkaufen. Von daher muss das Angebot komplett klar sein. Es muss auch klar sein, welche Angebotstreppe steckt dahinter. Ja? Man geht viel dazu über, dass man irgendwie Kennenlern-Calls oder Erstberatungsgespräche anbietet aktuell. So 60, 90 Minuten Erstberatungsgespräche. Jetzt muss es aber so sein, dass in diesem Beratungsgespräch ein Wert für den Kunden rüberkommt. Wenn da kein Wert rüberkommt, was machen wir denn mit dem? Einfach nur, um euch kennenzulernen, das wird schwierig. Also von daher ist auch das eine Stufe der Angebotstreppe. Und man sollte immer gucken, welchen Wert kann ich da bieten? Außer ihr habt schon eine solche Strahlkraft entwickelt, dass die Leute unbedingt mit euch sprechen wollen. Das wird später kommen, aber am Anfang kommt es eben noch nicht. Und da muss man dann gucken, okay, was können wir da anbieten? Was ist der nächste Schritt des Angebots? Wenn ihr beispielsweise haben wir Kunden, da kostet das ganze Paket 500.000 Euro, ja? Das verkaufen die natürlich nicht auf einmal, sondern da gibt es weitere Schritte, die gemacht werden müssen, wo die Pakete, Preise, Aufwand des Kunden, Zeiteinsatz etc. immer größer werden. Das muss man sich im Kopf designen. Das müssen jetzt nicht 10 Stufen sein bis zum 500.000 Euro Produkt. Das können auch 2 Stufen sein. Beispielsweise kann man erstmal einen Halbtagesworkshop für 1.000 Euro draufsetzen, wo das rauskommt und wo der Kunde noch nichts kaufen muss an Software oder so, aber trotzdem viele Learnings hat, viel Klarheit hat. Das sind so klassische Sachen. Und das muss man vorher alles entwickeln. Wenn man das vorher nicht gemacht hat, diese Hausaufgaben, dann steht man beim Profil nachher vor ganz, ganz vielen Fragezeichen und wird immer wieder hin und her gerissen in dem Prozess. So, was mache ich denn jetzt hier eigentlich und wo wollen wir die nochmal hinhaben und ist sich unsicher. Deshalb gehen wir her und definieren das unabhängig vom Profil. Und dann erst gehen wir her in den Social Selling Prozess, starten den, indem wir das Profil optimieren. So, was ist Schritt 2 im Social Selling Prozess? Schritt 2 ist eine Netzwerkstrategie ausarbeiten. Das heißt, die Zielkunden, Traumkunden, die vorher definiert wurden, jetzt hier wirklich mal raussuchen, sich eine Liste machen von 100 Unternehmen, eventuell auch 100 Personen direkt, 100 Buyer Personas, oder aber ein Unternehmen hat in der Regel mehrere attraktive Buyer Personas, die man connecten kann. Einfach mal machen, da haben wir mittlerweile so eine tägliche Checkliste für, da haben wir ein Workbook, damit die Leute wirklich ins Umsetzen kommen, weil das Umsetzen ist das Allerwichtigste. Und jetzt wird sich connected, und zwar täglich. Täglich mit neuen Kontakten. Das sind Zielkunden, das sind Zielgruppenbesitzpartner. Das ist Schritt 2. Erstens Profil, zweitens Kontakten. Dritter Schritt ist das Thema Messaging. Am besten muss man jetzt sich überlegen, okay, wie kann ich am besten in Kontakt treten, ohne zu verkaufen, sondern einfach nur Sympathie zu wecken. Man erinnert sich, Marke besteht oder ein Branding besteht hauptsächlich aus Sympathie, Vertrauen, Expertise. Diese 3 Dinge müssen erfüllt werden, damit wir überhaupt von jemandem kaufen können. Jetzt ist unser Ziel am Anfang erstmal überhaupt Sympathieaufbau und dann geht es eventuell, wenn Kaufsignale kommen oder Reaktionssignale, können wir einen Schritt weitergehen und einfach mal gucken, ob man sich nicht kennenlernt. So, das sollte aber definiert sein, das muss dann getestet werden und dann evaluiert man das beste für sich funktionierende System. Und dann kommen wir zu einem nächsten Schritt, das war jetzt Schritt 3. Ja? Profil, Connecting, Messaging. Schritt 4, allerwichtigster Schritt, und deshalb mittlerweile bevorzugen wir auch absolut LinkedIn, ist eben
Content Creation. Das bedeutet nützlichen Content, Mehrwert-Content für die eigene Zielgruppe. Solche Erklärvideos wie das gerade hier, Erklärgrafiken, interessante Texte, die deine Zielkunden oder Traumkunden wirklich attracten. Und deshalb muss dieser Traumkunde so klar definiert sein, weil du sonst am Ende nicht weißt, was du schreiben sollst. Okay? Und also da schließt sich der Kreis wieder. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und Content gibt es auf so viele verschiedene Arten, den man machen kann, dass man da ein bisschen Struktur braucht. Und beim Thema Content haben ganz, ganz viele unserer Kunden wirklich Schwierigkeiten. Die könnten alles über ihr spezielles Produkt oder ihre Software erzählen, aber wenn es darum geht, den Gap zu schließen, der Gap ist in der Regel irgendwo die Methode oder die Anleitung, die Tipps und Tricks, die man dazwischen macht. Hier ist das Problem des Kunden, hier ist die Software, ja? Problem, Software. Und hier zwischen sind 80% Methodiken, Wissen, Erfahrungen, was dahinter steckt. Und das ist das, was wir rauskitzeln dann in Workshops und was wir dann zu Content umwandeln. Genau, so. Und dann nimmt das Ganze so einen Kreislauf ein. Das heißt, das Profil definieren wir einmal, aber das wird natürlich immer, immer wieder optimiert, je nachdem auf dem Feedback der Kunden. Das heißt, wir testen da auch Positionierung. Und das ist der Riesenvorteil von Social Selling im Vergleich zu Funnel Building, was ich auch lange gemacht habe, was wir immer noch machen. Aber wir machen immer vorher Social Selling, weil ein Profil beispielsweise kann man immer sehr schnell adaptieren. Man kann ganz schnell rausfinden, was ist denn meine perfekte Positionierung, indem man einfach auf die Resonanz des Marktes achtet. Bei einem Funnel ist es nicht ganz so einfach und bei einem Funnel muss man Traffic draufschicken, der ist teuer und er muss gezielt sein. Das ist wirklich eine der Herausforderungen und das bringt die Kosten am Anfang in der Regel zum Explodieren. Das heißt, wir haben ganz lange nur Funnel gemacht. Mittlerweile schieben wir das Social Selling Thema immer vor, um zu testen, was funktioniert denn überhaupt. Und das kann man nachher im Funnel übernehmen. Ja? Und dann gibt es noch eine Sache, die wir am Anschluss machen. Das heißt, wir empfehlen dann unseren Kunden, wenn sie ihre Community so ein bisschen aufgebaut haben, dann entwickeln wir mit ihnen noch einen Live-Workshop. Warum Live-Workshop? Weil erstens, Webinare kann kein Mensch mehr sehen. Und zweitens, Live-Workshops sind sehr, sehr wertvoll, wenn sie eben zum Mitmachen anregen und nicht nur einfach stumpf zum Verkaufen da sind. So, und bei den meisten Webinaren merkt man das, dass sie einfach nur verkaufen sollen. Und bei den Live-Workshops ist es eben so, dass wir Mitarbeits-Workshops machen, die aber einem bestimmten dramaturgischen Aufbau nach einem bestimmten dramaturgischen Aufbau funktionieren und die dann eben nachher auf jeden Fall das Image erhöhen und auch verkaufen, auch wenn sie am Anfang gar nicht verkaufen sollen. Das heißt, im Workshop ist 90% Content liefern, Leute zum Mitmachen animieren. Es gibt beispielsweise immer ein Workbook. Wir machen keinen Workshop ohne Workbook. Und dann am Ende wird auch 10% mal ein bisschen gepitcht. Das ist ja vollkommen normal. Aber der Fokus liegt eben woanders drauf, dass die Leute mitmachen, dass die Workshops nicht langweilig sind, dass was abgeht, dass man was zu zeigen hat, dass man schöne Dinge mit den Menschen macht. Und dann wird der Mehrwert spürbar und dadurch baut sich eine Mehrwert-Community auf. Und das Ganze wird nachher zu einem Flywheel, was dann sozial funktioniert. Wenn man nachher die Stufe höher gehen will, kann man auch noch einen Funnel oben drauf setzen, weil dann weiß man, was funktioniert, welche Messages funktionieren, wie müssen wir die Seite aufbauen, welche Elemente benutzen wir auf der Seite, was sind die Themen, die in der Kommunikation ganz oft stattgefunden haben. So, das war's zum Thema Social Selling. Ich habe jetzt länger geredet, als ich wollte, sehe ich gerade. 14 Minuten. Okay, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann vereinbar gerne mit mir einfach einen Kennenlerntermin. Der geht in der Regel nicht lang, der geht so maximal 20 Minuten. Und dann sprechen wir mal ein bisschen über deine Situation. Dann gucken wir, macht es denn Sinn, dass wir uns mal intensiver über unser Vorgehen unterhalten und ob das auch für dich passt. Genau, ist vollkommen unverbindlich, ich beiße nicht und freue mich auf jeden Fall, immer neue Leute kennenzulernen mit interessanten Businesses. So, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag bis dann, dein Steffen. Ciao.